Ja, moin und willkommen zu einer neuen Runde LS17. Diesmal wieder eine kleine Runde Mais, auf jeden Fall sind wir in anderen Trecker mit einem JB, muss ich schon sagen, Hammerteil. Wir sind gerade schon ein bisschen angefangen, kleiner Anhänger diesmal. Aber mal los ein bisschen. Wegen, ich habe das jetzt wie gesagt, also jetzt ist noch ein bisschen Erntezeit. Das wird sich wieder beruhigen, wenn die Ernte wieder drin ist, dann kann Jan und alles andere wieder fliegen drüber. Wir sind da ein bisschen Stress und wir sind auf Zeit ausgelegt. Das ist auch noch das Witzige. Und so lange muss ich schon hin und her springen über Korn, Mais und so. Die haben noch die Anfälle für den Häcksler. Da das Mais auch so schnell war. Wir waren noch vorhin Pappeln geerntet und jetzt schon wieder unser Mais, ey. Das kann das Spaß werden. Aber ich habe auch gesagt, es können sich Sachen wiederholen und es sind vielleicht mal ein bisschen mehr Feuer beim Mais wahrscheinlich. Mit anderen Traktoren natürlich. Das ist kein Problem. Der JB ist ja mal was Neues. Starker Nebel gerade sitzt ein. Da können wir schon hin. So, wollen wir voll machen. Oh, Tempomat-Level muss geändert werden ein bisschen. Mindestens bei 10. Sonst kriegt der Rückkupplung und das ist mies. Aber wie gesagt, müsst schreiben, wenn ihr noch was anderes sehen wollt. So, dann wird es ein bisschen Mais geben. Und dann nach der Erntezeit kommen wir ein paar andere Sachen dran. Ich habe auch mal gedacht, so Raps oder so wäre auch mal eine Idee, mal zu ernten. Wenn das gut was Geld einbringt. Und Hackschnitzel wird natürlich auch noch ein bisschen verringert. Da kommt auch noch ein bisschen ein paar Feuer. Aber wie gesagt, das Feuer kommt dann noch ein bisschen sehr täglich. Bis Weihnachten auf jeden Fall. Und dann, wenn die neuen Map kommt, dann vielleicht ein bisschen anders. Weil wir haben jetzt gut schon 20, 21 oder mehrere Folgen. Ich hab's gerade nicht auf den Blick. Also muss ich schon sagen, Respekt an euch. Weil ich das so lange schon weitergeführt habe, hätte ich nicht gedacht. Okay, eins der längsten Let's Plays. Bin ich irre. Ja, ich glaube schon. Ja, kann man nicht so viel vergleichen, das ist immer so zwischendurch. Das Online. Ich sag, JB nicht schlecht. Mal ausgeliehen. Ich gehe mir nachher wieder zurück. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir auf der Spur bleiben. Klappt aber ja eigentlich ganz gut. So, wegbringen. Der JB hat aber auch Power, muss ich sagen. Was ich auch nicht so im Echt kenne, muss ich leider sagen. Also sowas kenne ich nicht im Echt, das habe ich nicht gesehen. Auch wenn das mir sehr fremd ist. Aber wir haben gesagt, ja, der ist ganz gut und so. Okay, nehmen wir mal. Ich denke schon, dass wir uns so begleiten wird nach England und so, da bin ich auch mal gespannt. Und die anderen.
Ich schätze, Jan wird bestimmt mitgehen, wenn alles gut klappt. England. Wird lustig. Freue ich mich jetzt schon ein bisschen drauf. Wie gesagt, ob das jetzt abgestimmt hat, das weiß ich noch nicht. Ich nehme im Voraus aus. Da werde ich dann, wenn die nächste Aufnahme schon ist, dann sehen, ob ihr das wollt. Dann wird das Ganze auf jeden Fall beginnen. Da produziere ich voll, damit die Tage auch voll auf mich täglich kommen für euch. So, na, da steht der Black Bloody. Nur kurz was rumgeschraubt werden. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie da Probleme, wo man einsetzen wir nochmal werden. Ja, aber dann kam es dazu, dass er irgendwas hat. Ich hab's mal hier geschaut oder so. Da haben wir jetzt mal einen JB genommen. Der ist auch nicht schlecht. Gut. Richtig alter Anhänger, wie gefällt mir das? Bei der schönen Erntezeit. Der Mixiennebel. Ah, da ist die Antwort. Was ist das denn? So flimmern, aber ja. Ich finde das dann mal wieder. Wie gesagt, wenn der Mod gäbe, dass einer den Abfahrer machen könnte, dann würde ich gerne natürlich den Abfahrer machen, aber geht er leider nicht. Das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Na, jetzt sieht man ganz so wie so ein Hexenfahrer. So sehe ich das dann aus. Wo ist er denn jetzt? Aber kurz mal durchgeskippt. So, ja, dann fahren wir weiter.
Klingelingeling. Jo. Ach, Angie, du bist. Ja, wir sind jetzt auf Mais fahren. Ja. Jo, das kann ein bisschen dauern. Ja, wir wissen nicht ganz genau, wie wir fertig sind. Kann ein bisschen dauern. Ja, ich sag dir Bescheid. Jo. Jo, dann bis dann. Tschüss. Oh, das war Angie ganz kurz auf jeden Fall. Die wird kurz fragen, was los ist. Boah, aber läuft der jetzt momentan ganz gut. Ich sehe sehr viel zu tun auf dem Ferien momentan. Ja, der passt doch noch rein. Da kann er mir nicht verdienen. Da war er mal gut, aber da. So ist er voll, super. Dann war mal weg. Ich kann ja auch mal sowas sagen. Früher sowas sein Kind da, die jetzt auf dem Land nehmen, spreche ich damit an. Habt ihr es nicht früher immer so geil gefunden, wenn ihr so mit Maishäcksler und so richtig mit dreschenden Wagen einfach durchfahrten durch an euer Zuhause so? Also ich fand das früher so geil, weil ich wohne hier auf dem Land, wie gesagt. Und ich finde das einfach mega geil, wenn es so aussieht, wenn so ein Häcksler arbeitet mit der Maiskolonne, eine Drescher und so, es sieht richtig geil aus einfach nur. Sowas ist echt mega und ich erlebe es ja jetzt ein bisschen selber mit, also mit Abfahren und so, also das sage ich euch mal, was habt ihr so als Kind mit Landwirtschaft zu tun? Ihr könnt ja ruhig in die Kommentare mal ein paar Sachen, ich lese auch gerne durch dann, wenn schöne Geschichten dran stehen so. Und wer weiß, ich lese immer jedes Kommentar, auch ein Livestream. Lese ich immer vor. Nun, das können wir nicht mehr. Aber ja, schon. Ja, ich glaube, Zeit ist ja rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und damit bedanke ich mich beim Zuschauen dieses Folge. Und wünsche euch einen schönen Tag noch. Euer Tato LP. Bis dahin.